So einen ganz, ganz wundervollen guten Morgen, herzallerliebstes Zuckerschneckenpublikum, einmal ganz schnell abgespult. Herzlich willkommen im Nagelstudio und ich wünsche euch einen wundervollen Wochenstart. Ich habe euch so viel zu erzählen, deswegen spreche ich jetzt gerade mal noch ein bisschen schneller als sonst. Wir hatten, wir haben jetzt hier gerade in diesem Video eine super Kundenstory, eine Unfallstory, eine Katastrophe. Der letzte Samstag war einfach eine Katastrophe, die ich gerne mit euch teilen möchte und natürlich auch auf eure Kommentare und auf euer letztendliches Urteil natürlich warte. Ja, als allererstes möchte ich mich natürlich bei euch entschuldigen, weil ich hatte ja angekündigt, ich hatte ja diesen weißen 123er 280 Vergaser verkauft und hatte angekündigt, dass ich da einen Roadmovie mitmache. Da ging die erste Panne schon los, aber ich beginne von vorne, weil ich nämlich die Kamera vergessen hatte. Ja, ich beginne jetzt von vorne mit diesem Auto. Also dieser wunderschöne W123 mit original 100.000 Kilometer aus zweiter Hand, irgendwie nur einmal in der Familie umgeschrieben, deutsche Erstauslieferung, ein wirklich seltenes, wertvolles Fahrzeug, einem einzigartigen, wirklich super, super Zustand. Habe ich ja, ihr habt es gesehen, ich glaube vor anderthalb Jahren oder sowas habe ich den gekauft. Gibt es auch ein Video drüber. Und in diesem Video spreche ich auch mal über Zahlen, weil das Auto ist verkauft und ich kann dann natürlich auch über Zahlen sprechen. Ja? Erinnert ihr euch, ich hatte ja vorher eigentlich so ziemlich dasselbe Auto gehabt, nur nicht mit 100.000 Kilometer, sondern mit 70.000 Kilometern. Und den hatte ich verkauft gehabt zu einem, auch noch fairen Preis. Die Autos werden leider teurer, seltener, fallen nicht vom Baum und haben einen super Liebhaberwert auch und sind natürlich auch alltagstauglich sehr gut zu benutzen. Hatte ich den letzten verkauft für 28.500 Euro und der Kunde war sehr, sehr glücklich, weil es die Autos eben halt nicht viel gibt und nicht so vom Baum fallen, ne? Die regnen nicht runter. Ja, und dann hatte ich ihm gesagt, vor anderthalb Jahren dieses Angebot über diesen mit 100.000 Kilometer gelaufen. Erstbesitzer 1908 geboren, dann auf der Frau umgeschrieben von 1924 geboren oder sonst irgendwas irgendwie. Und habe ich für dieses Auto bezahlt 14.500 Euro. Der hatte ganz, ganz viel Gutes. Erstmal die deutsche Erstauslieferung, wenig Kilometer, super Historie. Und der Zustand war insgesamt sehr, sehr gut von dem Auto. Außer der Fahrersitz war an der Seite ein kleines bisschen beschädigt. Und so ein paar ganz kleine Lackstellen irgendwie. Mehr war nicht. Und er war, ich glaube, Ölwechsel war irgendwie fällig. Hatte ich den gekauft für 14.500 Euro in der Hoffnung, dass wir... Kommt, wir nehmen das Auto rein, wir gucken ihn durch, wir machen eine Wartung, wir machen ein paar kleine Lackarbeiten und dann geht er auch irgendwie jetzt nicht für 28,5 weg, aber ich dachte so 18, 19 kriege ich irgendwie für das Auto, habe ich gedacht. Ne? Wo euer Armin natürlich nicht mitgerechnet hat, dass der ganze Markt allgemein insgesamt so, man hat sich zu Corona-Zeiten und nach Corona total überkonsumiert, auch mit Oldtimern ohne Ende und dann hat sich alles so ganz schnell gedreht, ganz schnell abgebremst, die Zinsen gingen auf einmal hoch und dann hat das diese ganze Geschichte mit den ganzen Oldtimern und so eine riesige Vollbremsung hingelegt. Und das war das Problem mit diesem Auto, der hat hier gestanden wie Blei, der hat wirklich gestanden wie Blei und ich habe den inseriert gehabt mit 18, 19, 17, 16 und da habe ich ein paar unverschämte Angebote, hier Armin, ich hole den ab für 10 und dieser überlegst dir, nächste Woche kriegst du nur noch 8 dafür, ne? Na, natürlich Spinner, ne? Und da dachte ich mir, mein Gott, irgendwie ist ja nicht so, dass ich jetzt so unbedingt, sage ich jetzt mal, dass das Geld so dringend brauche, dass das Ding brennt, sondern ich möchte unternehmerisch einfach nicht, dass das Rad stehen bleibt. Ich möchte einfach, dass es auch weitergeht. Ein Auto wird vom Stehen nicht besser. Der steht irgendwie 3-4 Monate, muss die Batterie wieder nachladen und ist eben halt doof, ne? Wenn so ein Auto lang oder irgendwelche Ecken fangen schon wieder das Gämmeln an und so und das ist natürlich ärgerlich. Und dann dann muss man natürlich dann irgendwo auch hergehen und dann letzten Endes sagen, dann pass auf, denn wir haben Sitzbezug neu gemacht, wir haben Lackierungen gemacht, wir haben eine komplette Wartung an dem Auto gemacht, hier ganzen Öle, Flüssigkeiten, alles gewechselt und so. Womit bewerte ich ihn das? Ich sag mal irgendwie, sagen wir mal so insgesamt mit Arbeitszeit vielleicht 3.000 oder 4.000 Euro in das Auto reingesteckt. Also hätte ich, wenn ich so eine Nullnummer daraus gemacht hätte, ich dann so für 18, 19 verkaufen müssen. Hat der Markt eben halt leider nicht hergegeben. Ne? Und jetzt beginnt die Kundenstory. So. Ich bekomme eine E-Mail von einem sehr, sehr netten Mann. Der schrieb mir, hallo Armin und ich habe sehr Interesse an dem Auto und ich finde ihn total schön und ich würde ihn so sehr gerne kaufen von dir und so. Und ich sage gerne, hallo M. Ich sage jetzt nur den Anfangsbuchstaben, weil ich möchte nicht wieder mit Namen und sowas alles. Ne? Sehr gerne, ist kein Problem, das Auto ist in Ordnung soweit. Ne? TÜV ist alles neu drauf, Hakenzeichen neu drauf, der sieht wirklich so aus wie auf den Bildern. Ist ein wunderschönes Auto und du kannst ihn gerne von mir haben. Ne? Pass auf, ich habe sowieso
Also am Wochenende machen wir das ganz gerne. Ich fahre mit meiner Verlobten auch mal Wochenende so ein bisschen durch die Gegend. Da können wir irgendwie das mit einem kleinen Urlaubstrip verbinden oder Wochenendtrip verbinden. Und wir können irgendwo mal eine Kleinigkeit noch essen, shoppen fahren oder sonst irgendwas. Ich bringe ihn dir vorbei. Kam direkt von mir. Bedeutet also, er hat mich da gar nicht nach gefragt, sondern er wäre wohl hierher gekommen, hätte sich das Auto angeguckt und dann von mir gekauft. Ne? Weil er sich auch ziemlich sicher war von diesem Ding. Ne? Ich sage, pass auf, ist kein Problem, ich kann er dir auch gerne bringen. Zahl mir 5.000 Euro aufs Konto an. Mit 14,5 hatte ich den übrigens inseriert. Also komplett zu meinem Einkaufspreis, abzüglich dem, was wir natürlich alles an dem Auto gemacht haben. Das war einiges. Ne? So viele Kleinigkeiten, die sich nachher summiert haben. Okay, Armin, das ist total super. Oh, das ist aber schön, dass du mir den vorbeibringst. Und ja, klar, nehme ich nichts für, ich mach's einfach so, ne, und gut, ne, 5.000 Euro überwiesen, war alles in Ordnung. Ja, Armin, ich freue mich darauf, ich sage, ja, ich kann dir Freitag bringen, ist alles gut, ne. Ja, und dann ging's los, und dann kriege ich eine WhatsApp von einem E. Hallo Armin, ich bin der Freund von M und... Ja, M ist total überfordert mit dem Kauf dieses Autos. Er hat noch nie einen Oldtimer oder ein Auto gekauft oder sonst irgendwas. Und ich unterstütze ihn jetzt dabei. Ich sag, okay. Ja, wie soll denn das jetzt gehen, wenn das Auto jetzt gekauft wird? Und hin und her, ich sag, ja, ich bringe euch den. Und dann könnt ihr den anmelden. Und dann könnt ihr mit dem Auto fahren. Ja, ach nee, ich muss jetzt noch ein bisschen zurücknehmen. Der M, also der Käufer, der letztendliche Käufer von Auto, sagte, schrieb mir noch, hast du was dagegen, wenn du ihn bringst, dass wir nochmal irgendwo in eine Werkstatt fahren und nur kurz unter die Motorhaube gucken? Ne? Ich sage, ja, nee, kein Problem, können wir gerne machen, das ist kein Thema. Ne? In irgendeine Werkstatt fahren, und die Motorhaube gucken, das Auto ist soweit in Ordnung, ist auch fährt, alles gut ist und hat auch TÜV und sieht super aus und alles kein Problem. Ne? Und dann hat sich der Freund da angeschaltet und ja, wie soll denn das alles gehen und mit dem Hin- und Herfahren und so. Ich sage, ja, ihr meldet den dann an und dann könnt ihr mit dem Auto dann eben auch fahren. Ne? Oder ich schicke euch Kurzzeitkennzeichen raus, Quatsch, Blödsinn, ich schicke euch die Papiere raus, beziehungsweise ich mache euch Fotos von den Papieren und ihr könnt euch Kurzzeitkennzeichen besorgen, könnt ihr mit dem Auto ja sofort fahren, 4-5 Tage und dann fertig. Dann sagt er, ja, okay, dann schickt mir mal Kurzzeitkennzeichen. Ne? Dann habe ich Fotos gemacht von den Papieren, wo Fahrgestellnummer, TÜV-Bericht alles drauf ist und Fahrzeugschein und sowas alles. Und dann bin ich penetriert worden von E. Also wirklich penetriert worden. Wir brauchen aber das komplett und das Straßenverkehrsamt und dies nicht und das nicht. Und ja, können wir das nicht anders machen? Können wir nicht? Du bringst das Auto ja sowieso, fährst ja mit dem leeren Anhänger zurück. Ich sage, ich fahre mit dem leeren Anhänger zurück. Ja, dann können wir das doch anders machen. Dann bringst du den hin und dann nimmst du den wieder mit zurück und dann holen wir ihn bei dir ab. Ich sage, Moment mal, ich schlage mir doch nicht den Samstag um die Ohren, auch wenn es ehrenamtlich ist und selbst wenn wir das mit einem Ausflug verbinden und Roadmovie machen und so, ne? Für Anschauen nur des Fahrzeugs, ne? Ach so, ja, okay, das verstehe ich auch, ne? Ja, ist gut, dann werde ich mich jetzt bald bei dir melden, wo das Auto hingeliefert wird, ne? Also das war mir schon der M, der Käufer, der letztendliche Käufer, war immer nett, war alles super und war unproblematisch. Bis auf, dass er natürlich in eine Werkstatt fahren wollte, die kurz unter die Motorhaube gucken, alles in Ordnung. Ne? Dann kriege ich eine WhatsApp, bitte das Auto hier anliefern. Das war irgendwo so 30 Kilometer hinter Hamburg, eine Mercedes-Oldtimer-Spezialwerkstatt, die also nur Mercedes-Oldtimer speziell machen. Und da habe ich dann gesagt auch zu CM, ich sage, das wird spaßig. Das wird richtig spaßig. Ich hab mir das schon gedacht. Ich sage, ich habe auf diesen Deal überhaupt gar keinen Bock. Ich sage, ich hab da keinen Bock drauf. Ich weiß ganz genau, wie das abläuft. Die kriechen vorne rein in den Luftfilterkasten und hinten aus dem Auspuff wieder raus. Und dann ist dieses ganze Auto total schlecht, total schlimm. Und dann fahren wir mit dem Auto wieder zurück für Nonsens. Dann kann ich die Anzahlung wieder zurück überweisen. Und dann ist das so gewesen, weil... Der M, der war in Ordnung und der E, wie gesagt, ganz problematisch. Ne? Das war auch alles von diesem E, der hat wahrscheinlich so, der M hat wahrscheinlich zu seinem Kumpel E gesagt, hat er hier, pass auf, ich kaufe ein Auto, die sind das in der E dann. Hahaha, warte mal, du kaufst ein Auto? Du wirst bestimmt richtig beschissen, aber ich bin dein Freund und weil ich dein Freund bin, passiert das nicht, weil ich habe Ahnung. Wir werden das jetzt alles richtig machen, dass der dich nicht über den Tisch zieht. Genau so wird es gewesen sein. Und dann suchte der und googelte und hat diese Oldtimer-Spezial-Mercedes, eine gute Werkstatt, war noch eine gute Werkstatt, einen guten Ruf, Google-Bewertung 4.8 oder so, alles super in Ordnung da vom Lesen her auch alles. Ne?
Aber da möchten sie dann meinen 45 Jahre alten Gebrauchsgegenstand Mercedes, der im guten Zustand war, soweit wollten die dann einmal so durchziehen. Ne? Und da habe ich gedacht, ich mache das nicht. Ich schreibe da jetzt hin, pass auf, ich glaube, du bist nicht der Richtige für das Auto. Ich schicke dir das Geld zurück und wir lassen es bleiben. Ihr kennt das, ihr habt das schon ein paar Mal gesehen, wenn ich was gemacht habe, so wie mit dem Prius war es ja genauso. Ne? Ich habe ab und zu mal ein bisschen kurzer Zündschnur, weil ich habe im Laufe der Jahre gelernt, entweder ich möchte mit A-Punkt-Punkt keine Geschäfte machen. Entweder harmonisiert das und es ist wirklich wundervoll und es geht so und hat einer Probleme mit einem Auto von uns, kann er gerne wiederkommen und wir kümmern uns, wir finden immer irgendwie irgendwo eine Lösung und so. Ne? Oder es ist ein wirklicher Querulant und es ist wirklich ganz, ganz schlimm und du lässt das Geschäft besser bleiben. So, und dieses Problem war jetzt nicht der M, sondern war eben der Kumpel E, der natürlich dafür sorgt, dass der, was hast du gesagt, Cockblock, ne? Auf der Rückfahrt, Cockblock, das ist ja Cockblock. Cockblock ist sowas wie, als wenn zwei Kumpels gehen irgendwo in eine Bar und der eine, der hat dann irgendwie da eine heiße Frau angesprochen, mit der läuft dann irgendwas und der Kumpel blockiert das dann. Genauso haben wir das irgendwie, hat so ein, ja, was denn, sollte ich das jetzt nicht sagen? Nein, ist gut. Ja, ist alles gut. Ja, aber wie gesagt, Ziem sagte dann, Ami, nein, komm, wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das durch, wir fahren dahin, wir gucken uns das an und wir sehen, was dabei rauskommt. Ne? Und wenn nicht, wie gesagt, wir haben dann unseren Ausflug gemacht. Ne? Ich sage, oh, Ziem, ich habe überhaupt keinen Bock, ich weiß schon wieder genau, was da passiert. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, das Auto, diese Mercedes super duper tolle Spezialwerkstatt hatte genau um 8 Uhr einen Termin, dass die sich das Auto angucken konnten, um 8 Uhr. Bedeutet für uns, wir stehen Samstagmorgen um 3, halb 4. Freitag. Ach, das war Freitag, Entschuldigung. Nee, um 3 Uhr nachts sind wir aufgestanden. Um 3 sind wir aufgestanden. Dann sind wir wirklich um 8 Uhr dort sein. Ganz genau. Alles Pferde gesattelt und so weiter und so fort. Auto auf Anhänger, das hat Richie abends schon gemacht. Das Auto stand mit dem Ramp vor der Haustür und dann sind wir eben Also ich würde sagen, für halb fünf? 4.30 Uhr. 4.30 Uhr sind wir los, ganz genau. Und dann sagt das Navi schon, wir sind um 8.03 Uhr da. Und dann kam von E eine WhatsApp, seid ihr dann auch bitte pünktlich? Also so 2 Stunden davor. 2 Stunden davor, ne? Ich sag ja, ich habe M eine WhatsApp mit meinem Live-Standort geschickt, damit M das sehen kann. Aber er guckt nicht die ganze Zeit auf dem Handy, ist ja auch gut so, ne? Ja, wir waren natürlich pünktlich. Wir waren genau um Punkt 8 Uhr waren wir da, so. Und jetzt nimmt das alles so seinen Lauf. Erzähl du mit, wenn ich irgendwas vergesse. Ja, falls du was vergisst. Ja. Also ich fahre, dieses war sehr, sehr eng. Das war eine kleine Werkstatt mit 2 Hebebühnen, ne? So eine alte Schrauberbude irgendwo, aber sauber ordentlich, war in Ordnung. Und ich fahre den dann da rückwärts hin, wollte den dann abladen. Dann hieß es erstmal, ja, da kann auch so nicht stehen bleiben. Das Grundstück gehört zur anderen Firma, musst du an. Ich so, bist du gleich angeschrieben worden von diesen, die da rumgelaufen sind. Ne? Ich sage, okay, also den Rennen dann anders hingefahren. Dann steige ich in das Auto ein und ihr wisst ja, derjenige, der, einer kann wieder drunter schreiben, ist eine Schrottkarre, jetzt, also allgemein jetzt, bei der ganzen Erzählung. Und der andere, der sich mit solchen Sachen auskennt, sagt, völlig normal, völlig in Ordnung. Ne? Ich steige in das Auto ein, drehe den Schlüssel rum, höre, läuft auf 5 Zylinder. Ich sage, nein, das ist der Wagen, der lief immer komplett, total perfekt. Aber das ist auch, da können wir wieder auf das zurückgehen, was ich zuerst gesagt habe, wenn so ein Auto länger steht und dann immer nur kurz bewegt wird, hier mal 300 Meter hin, kurz anmachen, ausmachen, dieses, mag ich nicht. Wenn so ein Motor an ist, dann soll der laufen und soll auch einmal komplett warm laufen, dass auch kein Kondenswasser in den Laufboxen ist. Das kannst du auch Mitarbeitern dann teilweise 10-mal sagen, das interessiert die nicht. Ist auch klar, die haben irgendwo Stress und müssen so ein Auto kurz wegfahren, wird der an- ausgemacht. Ne? Dann läuft doch mal eine Kerze ab. So. Da hat Ritschi den abends dann draufgefahren, lief er wohl auch noch auf 6 Zylindern, aber auch nur kurz an- aus, ne? Draufgefahren, gut. Da stand ich da, hab das Auto an, 5 Zylinder, ist auch nein. Jetzt stehst du hier, M möchte ein schönes Auto haben, ist ein ganz lieber Kerl. E möchte alles richtig machen und wir sind sowieso Betrüger. Und die Werkstatt, die wollen die Karre jetzt richtig durch den Dreck ziehen, aber vielleicht auch nicht so doll durch den Dreck ziehen, damit sie noch Folgeaufträge kriegen von ihm. Ne? Wahrscheinlich eine komplette Vollrestauration nochmal von diesem Auto, welches 45 Jahre alt ist und 100.000 Kilometer gelaufen hat. Und wahrscheinlich, so habe ich mir das gedacht, ne? Ich sitze da drin, das Auto lief auf 5 Zylinder, ich gebe ihm 2-3 Mal Gas, ist klar, der letzte Zylinder kommt dann mit, wenn eine Kerze abgesoffen ist, 3-4 Mal kalt gestaltet. Die Profis wissen, wovon ich spreche, die Nicht-Profis, die schreiben drunter, ist eine Schrottkarre. Egal. Ja, und dann schrieb mich einer von hinten an, einer von diesen Monteuren. Da gab es einen Jüngeren, das war der Chef, und einen Älteren, da waren wir so um die 20 Jahre älter. Ich schreibe mal, ey, meinst du, der kommt von alleine? Ich drehe mich um. Erstmal super unfreundlich.
Das ist auch der, der gesagt hat, wir sollen die Karre da wegfahren. Genau, das ist, wegfahren, ist okay. Weil er Termine hat und so, aber der TÜV kommt gleich, wir müssen das hier alles ein bisschen schneller hinkriegen. Ja, und was meinst du? Man könnte das auch ganz freundlich sagen und nicht unbedingt schreien. Also so fängt das. Meinst du, der Zylinder kommt von alleine? Ich sage, ja, kommt von alleine. Das Auto lief immer perfekt. Ne? So, dann habe ich das Auto abgeladen, mit 5 Zylindern vom Anhänger runtergefahren. Dann habe ich den REM weggefahren, da hinten an die Straße gestellt, kam wieder Liefer auf 6 Zylinder. Alleine nur im Stand. Ne? Da kannst du ja mit so einem Auto irgendwie eine Kerze versorgen, was machst du an und dann gibst du nur so ein bisschen Gas, so 1000 Volt und drin. Natürlich trittst du den Kalk nicht auf den Kopf, dass der. Aber ich habe nur so ein bisschen Gas gegeben, ne? Und war natürlich auch jetzt hier die Jahreszeit, Kondenswasser hinten. Meinst du, der kommt von allein? War gleich ganz, ganz furchtbar, ne? Ja, wir haben den Rennen weggefahren und dann sind wir da in diese Werkstatt gegangen und dann ging das los. Sammlerauto, ich das schon sehe. Also vorne. 123er Mercedes, Profis aufpassen, die nicht Profis schreiben, drunter ist ein Schalker. Stoßfänger und unten drunter ist ja zwischen den Kotflügeln so ein Mittelteil. Und das war ein bisschen angegämmelt. Das hatten wir ausgetauscht und mit 4 sauberen, ordentlichen Schrauben. Auch ich hatte auch Fotos machen können, aber ich hatte in letzter Zeit irgendwie andere Probleme. 2 schöne Schrauben reingemacht, haben das schön lackiert und alles. Ne? Dann sagt dieser Alte, der schon gesagt hat, hier, der 6 Zylinder kommt nicht von alleine. Wer sagte dann? Ich bin schon wieder sauer, ich rede auch schon wieder. Nein, nein, ruhig, 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 alles gut. Das ist gut so, ich bin so, sie bremst mich. Ne? Und wenn ich das schon sehe, Sammlerauto, da gehören versenkte Schrauben rein. Das waren ganz normale Schrauben, die waren auch so halb versenkt, aber nicht die originalen, aber war alles gut. Ne? Guck mal, da ist Sprühnebel, ja, fand ich auch doof. Ne, ist irgendwie anlackiert worden und dann war da so ein bisschen Sprühnebel an der Seite. Finde ich auch doof. Kann man sicherlich auch dann verbessern, dass die Leute so im Detail bei so Kleinigkeiten irgendwo ein bisschen ordentlicher arbeiten. Ne? Aber das ist dann auch, es ist keine Pagode für 180.000 Euro, sondern es ist ein 45 Jahre alter Gebrauchsgegenstand, 123er und fertig. Ne? Ja, und dann nahm das so seinen Lauf. Dann haben die sich da unter dem Auto verkrümelt, CM und ich, wir haben dann an der Seite gestanden und wir kamen uns vor wie so ein... Habt ihr schon mal im Restaurant gesessen? Wenn so ein 1,40 Meter... dunkelbraun gebrannter mit Rosen ankommt und dann hier wohl Rose kaufen, so haben wir uns gefühlt. Wir haben da gestanden wie die beiden Oberbetrüger, die jetzt denen, die keine Ahnung haben wollen, einen Schrotthaufen andrehen wollen. Und die waren dann die ganze Zeit am Tuscheln und dies und das in dem Auto und hin und her und oh hier. Yeah. Ganz leise ölig. Gesprochen, ganz leise. Das war komisch. Zylinder, das ist ja, was ich mitgekriegt habe, ist, oh, der Zylinderkopfdichtung, der ölt, also Motor schwitzt, der ist 45 Jahre alt, 100.000 Kilometer gelaufen, der hat nicht mal die Ölwanne und alles war trocken. Aber du kannst natürlich bei so einem Auto, auch was 60.000 gelaufen hast, kannst du auch gucken, dass irgendwo an der Kopfdichtung oder irgendwas teilweise so schwitzt, gerade bei Autos dieser Generation. Das war eben halt eine andere Sache wie heute, ne? Oh, da ist ja schon mal geschweißt worden. Das machen wir hier aber anders, ne? Ja. Das ist ein 79er erste Serie 123er. Davon haben sie 1,8 Millionen Stück von gebaut und 1 Million, die sind schon im Prospekt gerostet und die konntest du nach 3 Jahren Handfeger und Kerblech konntest du die zusammenfegen. Da gibt es nicht mehr viele von. Ne? Und klar, hat er irgendwo auch mal ein Blech gekriegt. Ne? Klar hätte man dieses Blech, was unten drunter, das war gut gemacht. Also du hast nur gesehen, dass da aus wie die Originalstruktur, das unten drunter, wenn du so, konntest du so Schweißpunkte erahnen. Das war wirklich gut gemacht. Aber die machen es natürlich besser. Und dann ging das irgendwie, jetzt haben wir 1,5 Stunden dann da gestanden, da hast du keinen Kaffee angeboten gekriegt, weil du ja auch jetzt 400 Kilometer gefahren. Muss auch nicht sein. Muss auch nicht sein, aber bei uns wäre das genau. So. Und wir müssen uns ja an dem messen, wie wir so sind. Schreibt mal einer unten drunter, der hier hergekommen ist ins Nagelstudio und nicht als allererstes einen Kaffee angeboten gekriegt hat und gleich hier, die Toilette ist da, ne? Möchtest du bestimmt Pipi machen und möchtest einen Kaffee und möchtest, dass es dir bei dir gut geht, ne? Deine Seele spielt ja auch mit, ob du nur eine Wartung machen musst oder ob du jetzt ein Auto kaufen musst oder ob du ein Auto kaufst, egal. Wir sind Menschen. Und Menschen müssen vernünftig miteinander umgehen. Aber sind wir uns vorgekommen wie der letzte Stück Dreck. Und das ist das Schlimme. Ich starte mal kurz die Kamera neu, weil die macht ja immer nur 20. Ja, und dann ging das so seinen Lauf. Und so nach 1,5 Stunden, die wir da in der Ecke, in dieser schmuddeligen Werkstatt da in der Ecke gestanden haben. Und dann eine Runde mit dem Auto. Ja, zuerst haben sie die Karre dann rausgefahren, weil da kam ja der Dekra-Prüfer. Da war ja der TÜV-Prüfer. Ne? Aber der Hass musste ganz schnell gehen. Wir haben ganz wenig Zeit für das Auto. Und höchstens 20 Minuten, aber 1,5 Stunden haben sie dann... Die drei, also E, M und dann die zwei, einmal der alte Geselle da, der Altgeselle und dann der Werkstattbesitzer. Die haben dann die ganze Karre. Also wie ich es geahnt habe. Vorne Luftfilter rein, durch das Auto komplett durch, mit einer Lupe wahrscheinlich und dann hinten raus. Ne? Ja, haben sie das Auto rausgefahren, wieder eine TÜV-Prüfung und der M, der stand da draußen. Ich sag, du pass auf, M, ich sag,
Genau, so wie ist das Auto, so wie ich es dir, ja, im Prinzip schon. Das Auto ist, aber die haben gesagt, ich muss 6.000 bis 8.000 Euro in das Auto reinstecken. Ich sag, wo willst du in dieses Auto 6.000 bis 8.000 Euro reinstecken? Guck dir die Annonce an, guck dir an, was ich auf den Videos gerade. Das Auto ist exakt genau so. Du kannst natürlich auch die Bleche, wo du erahnen kannst, dass da mal irgendwas geschweißt, rausnehmen und dies und das und normal mit Punktschweißung, neue Schweißung. Du kannst, wenn du einen Hund schlagen willst, findest du immer einen Knüppel, ne? So, die wollten, wie ich es gesagt habe, die wollten 6.000 bis 8.000 Euro Folgeauftrag von M haben, weil die wirklich gemerkt haben, M ist ein intellektueller, genau, ganz ordentlicher Mann mit einem super lieben Charakter, richtig, der nichts Böses kennt. Und die haben gedacht, okay, dann sagt der, dann lass das Auto hier und mach den für 8.000 Euro fertig. So, da sind die irgendwie von ausgegangen, ne? Ich sage, ja, hat er dir aber auch gesagt, dass an diesem Auto ganz viele Sachen einmalig sind, die normalerweise dann nicht sind. Zum Beispiel Laufleistung, Historie, Laufleistung auch echt ist, Dashboard nicht gecrackt ist, Pedale, Lenkrad, alles so. Also ein super ehrliches Auto, was auch wirklich super duper aussieht, kein Rostfleck dran, Lack, alles tipptopp in Ordnung ist und so weiter, neu TÜV drauf und du kannst dich da reinsetzen und kannst mit dem Auto 200.000 Kilometer eigentlich nochmal fahren, ohne was zu machen. Ne? Klar, kann mal zum TÜV irgendwo ein bisschen. Ne? Ach ja, und dann ging es los. Ne? Bin, ja, hier, die Reifen sind 10 Jahre alt. Ich sage, ja gut, okay, sind 10 Jahre alt, sind aber ein volles Profil. Ne? Das ist ja nur eine Herstellerempfehlung, nach 7 Jahren die Reifen zu wechseln. Ne? Ja, dann sind sie halt 10 Jahre alt, ist eben halt so. Ne? Und dann, warum habt ihr denn mit ihr eine Wartung gemacht und die Scheibenwischblätter nicht neu gemacht? Ich sage, keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht, sind, ne? Und die Scheibenspritzdüse spritzt auch einer nicht. Ich sage, ja, das ist auch schon wieder bei uns ein Jahr in der Garage. Also so ein Kleinigkeitenmist, ne? Wir kamen uns wirklich vor wie, es war ganz, ganz furchtbar, ne? Ja, und dann haben sie nochmal eine Probefahrt gemacht mit dem Auto, zu dritt. Und ich habe dann hier mit dem Rem gesessen, mussten auch Auto anmachen, weil es auch kalt war. Gab es ja keine Kaffeeecke oder so, ne? Okay. Also nach 20 Minuten, eine halbe Stunde kamen sie dann wieder. So, und dann sind die alle ausgestiegen und der stieg aus. Der mal, Junge, fahren tut der aber super, der fährt ja wie neu. Ich sag, ja, der hat auch erst 100.000 Kilometer gelaufen und von innen alles so, ne? Ja, okay, so, und dann ging der dann auch rein. Ne? Und dann kam E. Ja, wir ziehen jetzt hier 1.500 Euro ab, weil ich sag, nee. Ich sag nicht, eins davor muss ich nochmal sagen, dass N den schon wirklich gekauft hat. Das ging eigentlich nur noch um die Auslieferung, sag ich jetzt. Weil ich habe auch eine Rechnung gemacht, also der hat eine Rechnung gekriegt, über 14.500 Euro, jetzt haben wir schnell hier, Paragraph 25, Differenzbesteuerung, und ja, alles, Rechnung hat er alles gekriegt und sowas, alles, ach ja, da war ja auch noch zwischendurch, ich vergesse immer, ich überspringe immer was, wurde mir noch ein ADAC-Kaufvertrag geschickt, von Privat an Privat, ich sage, nee, geht nicht, ich sage von Unternehmer an Unternehmer, weil der M, der ist auch Unternehmer, haben mussten wir das nochmal, also das war vorher schon mit dem E eine komplizierte Kommunikation, die mich dazu bewogen hat, das eigentlich nicht zu machen. Sie mich dann aber beruhigt hat. Mach's doch, ne? Ja, ziehen wir jetzt 1.500 Euro ab, ne? Mindestens, ne? Da sind ja 6.000 bis 8.000 Euro reinzustecken, ne? Ich sag, nee, nicht 1 Cent. Ich sag, ich habe 14,5 für das Auto bezahlt. Ich habe sogar den alten Kaufvertrag dabei gehabt von dem Besitzer. Und ich sag, guck mal, ich habe 14.500 Euro für das Auto bezahlt. Ich sag, ich mache den Scheiß 30 Jahre. Und ich habe noch nie einen Einkaufsvertrag gezahlt. Das mache ich bei euch jetzt zum ersten Mal. Und ich gehe nicht einen einzigen Cent mehr runter. Ich sage, ich lade das Auto jetzt wieder auf und fahre nach Hause. Ja, und meine Anzahlung, und die Anzahlung muss dann zurück. Also das war alles aber E, ne? E, nicht M. E, also der so die ganze Zeit. M war ruhig immer. Also der Cockblock. Der Cockblock. Genau. Der hatte die ganze Zeit, ne? Und das geht ihm gar nicht an. Und der geht wieder, und hat die ganze Zeit. Und M hat die ganze Zeit da gestanden und. Ja, ne? Ich sage, nee, hier, kein Cent. Überhaupt gar keinen Cent. Ich habe 14,5 für das Auto bezahlt, bestimmt 3.000 Euro, 4.000 Euro reingeschickt. Ich habe es nicht aufgegeben mit Arbeitszeit und allem drum und dran. Ich sage, ich gebe den zum Einkaufswagen. Wenn nicht, jetzt kommt die Sonne wieder hoch, dann finde ich den Richtigen. Ihr seid nicht die Richtigen. Und ich habe mir den Tag um die Ohren geschlagen. Ja, die Anzahlung zurück. Ich sage, ja, aber die Fahrt ziehe ich ab. Zumindest die Fahrtkosten. Nee, achso, jetzt erzähl du mal. Oh nee, das war kompliziert, weil er sagte, nee, wir müssen unsere Anzahlung. Sagt, ja, natürlich bekommt ihr eure Anzahlung. Allerdings rechnen wir uns also einfach unsere Fahrt ab. Ja, genau. Genau, da war er nicht einverstanden. Er meinte, dass Armin das gratis angeboten hat. Also, dass du einfach das freiwillig angeboten hast und wenn das Deal nicht passt, solltest du das Auto mit zurückbringen. Genau. Also, in welcher Welt lebt er? Ja, das ist jetzt genau die Frage. Steht mir auch zu, weil wir hatten uns sind ja Kosten entstanden durch das Fahren auch. Von dem Mitmenschlichen, dass wir da früh aufgestanden sind und uns das Wochenende um die Ohren geschlagen, so ganz davon abgesehen. Ne?
Und ganz normal formal juristisch gesehen war auch ein B2B-Geschäft, also von Händler, also von Gewerbetreibenden zu Gewerbetreibenden. Und da gibt es auch kein Fernabsatzgesetz und so. Er hat das Auto schon gekauft, hat die Rechnung gekriegt, hat die Anzahlung gemacht, hat das damit alles bestätigt. Und er hat sich dann natürlich uns gegenüber auch, er hätte dann das abziehen können. Ne? Und er sagt, passt mal auf, ich habe die Schnauze voll. Ne? Hier komm, ich ziehe euch doch mal drauf. Er wollte weg, also Armin hatte keinen Bock einfach mehr. Du wolltest aber, wir wollten einfach auch das... 1500 Euro, genau, wollte er abziehen. Ich habe gesagt, hier kein Cent. Ne? Also da habe ich nochmal, weil Moritz stand da, der hat so traurig geguckt. Ne? Dieser der hat ja alles da. Der dann Kopf hat er mir auch gesagt, bitte, also 14 und... Ja, das kommt ja gleich. Ne? Ich sage hier, 300 Euro ziehe ich euch ab. Ne? Ich sage aber hier nicht 1500 Euro. Ne? Habe ich jetzt noch mehr Geld drauf, ist aber egal. Dann ist die Sache Geschichte, ne? und fertig. Ne? Nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Und 1500 Euro... Dann bin ich eingestiegen ins Auto, habe den Rückwärtsauto angemacht, Rückwärtsgang reingemacht und der macht die Beifahrertür auf und steht dann die ganze Zeit. Ich sage, du pass mal auf, ich sage, ich möchte jetzt hier nicht weiter mit dir diskutieren. Ich fahre das Auto jetzt auf den Anhänger. Dieses Geschäft schließe ich jetzt mit euch nicht ab, weil wir werden uns hier nicht einig und ihr seid auch nicht die Richtigen für das Auto und fertig. Ne? Und Siam hat aber dann hinten rechts gestanden mit M und ja. Ja, dann hat er mir gesagt, nein, ich will wirklich das Auto haben, ich könnte 14, ich habe ihn einfach so geguckt, der will das Ganze nicht, der will nur das Auto haben, bin ich einfach zu Armin. Und du hast mich gebremst, ne? Genau, ich habe Armin gebremst und ich sagte, Armin, mach das einfach, weil genau. Der M mischte das Auto. Genau. Warum sollte man einfach jetzt so, sage ich mal, eine Drama draus machen, einfach Geschäft abschließen und fertig. Genau. Haben wir noch mal ein bisschen mehr draufgelegt, aber ist im Prinzip genau. Egal. Und der AA kam auch von weit weg und er meinte, nein, er hat uns das angehört. Wieder halt einfach das gleiche CD, also wiederholt sich die ganze Zeit. Ja. Der war wirklich furchtbar. Der war wirklich, also der war so uncharakterlich, so unerträglich. Ne? Ich weiß nicht, was für ein... Und ich habe es dann letztendlich nur gemacht, weil der M, wirklich der Käufer, der letztendlich das Auto kauft auch und dass er ihn auch selber fahren möchte und alles. Der war wirklich ein feiner Mann und der hat nie... Genau, und dann sind wir hinten auf Motorhaube gegangen. Da war ja nie was, wurde mal irgendwo Motorhaube gegangen. Und dann haben wir den Kaufvertrag dann fertig gemacht, den ich dann Gewerbe zu Gewerbe Kaufvertrag noch fertig gemacht. Und der quatschte mich die ganze Zeit voll. Die ganze Zeit, und ich hatte die ganze Zeit so ein Zucken in der Hand. Ich dachte mir, Armin, was passiert jetzt, wenn du einfach ausholst und schlägst ihn einfach voll in seine komische Fresse rein? Weil ich war wirklich so weit. Ich bin schon hast du ein Schwert dabei. Genau. Genau. Er hat mir, Armin, du sagst jetzt gar nichts mehr, 0,0. Er hat hier noch zwei, drei Worte gesagt, aber natürlich völlig normal. Wir sind natürlich. Wir beleidigen nicht. Und dann ging er Gott sei Dank weg. Dann ging er weg. Genau, dann ging er Gott sei Dank weg und wir haben nur mit M da gestanden. Und das war wirklich dann genauso, wie so ein Geschäft laufen soll. Ne? Da hast du wirklich ein gutes Geschäft gemacht. Und ja, weiß ich ja auch, die haben das Auto ja auch durchgeguckt und er ist ja auch gut. Und da hat er auch gesagt, dass er so viele gute Sachen hat und alles. Ne? Und ich sage, du, pass auf, das Auto wird nicht mehr billiger, der wird nur teurer. Fahr das Auto 5, 6, 7 Jahre so wie es ist, der geht jetzt locker noch dreimal so durch den TÜV, wie er ist, wenn du ihn gut pflegst, gut behandelst, im Winter möglichst nicht fährst und dann kannst du da immer noch deine 5, 6, 7, 8.000 Euro reinstecken und kannst dann einen Zustand 1 Fahrzeug von machen, wenn du das willst. Ja, das stimmt auch und ich mag das Auto ja auch und der passt ja auch zu mir und so hat der dann gesprochen. Genau, ne? War er ganz super nett und hat sich bedankt und dann sind wir einfach weg. Ja, genau so, dann war das erledigt. Ne? Also das ist wie gesagt jetzt mal wieder so. Passt auf Freunde auf, die ihr mitnehmt. Die können auch viel versauen und auch viele falsche Informationen. Und dann ist so eine andere Werkstatt noch eingeschaltet. Diejenigen, die keine Ahnung haben, das ist problematisch. Ja, genau. Die Werkstatt hatte ja Ahnung. Die war ja gut. Die haben das alles eigentlich. Aber der Freund hatte eigentlich die wollten, und diese Werkstatt hat das Auto nicht schlecht geredet. Die haben nur gesagt, ja, das ist ein gutes Auto und super und selten und alles gut. Aber da müssen 6.000 bis 8.000 Männer mit dem Zustand 1. Das soll er bitte mal. Die wollten einen Folgeauftrag haben. Ne? Völliger Schwachsinn, dass man sowas macht. Ich bin natürlich in der Prämisse ausgegangen, okay, fahren irgendwo in der Werkstatt um der Mercedes oder egal, eine freie Werkstatt, so mal kurz an der Motorhaube gucken, dass das Auto so in Ordnung ist. So hatte M das ja auch gesagt irgendwie. Ne? Die Frage, wer fährt einfach ein Auto jemanden bis zur Hälfte, also ja, freiwillig. Einfach freiwillig. Genau, wir sind davon ausgegangen, dass das Deal einfach läuft. Genau. Also es ist so. Und du, weil du nett bist und weil du oft sowas machst, von daher war für dich okay. Genau. 300 Kilometer eben 300 halt. 300 Kilometer hin und 300 Kilometer. Und 300 Kilometer mit Anhänger fahren, das ist schon anstrengend, ne? Mit dem Auto hin. Nee, sollten wir aber das gratis für die Person machen. Ja, genau. So hat er verstanden. Genau. Oder wie er es ganz am Anfang schon gesagt hat, nur zur Ansicht, ne? Also einmal hinfahren und dann wieder zurückfahren und zurück. Und dann weltfremd. Es gibt einfach so viele. Ich glaube, er hat keine Ahnung. Nee, weltfremde, einfach ein weltfremder Mensch ist das irgendwo, ne? Der einfach das nicht. Ist auch egal. Gut, schieß mal diese Geschichte ab und dein Unfall. So, erzähl mal jetzt auch, ne? Ja, ich fahre jetzt zurück mit dem leeren Anhänger von A7 Hamburg Richtung Hannover, ganz genau.
Und dann fahre ich und alles läuft gut und schön. Und ich konnte mit dem Anhänger schön gut so nach Tacho 100 fahren. Dann bist du so bei 90, alles in Ordnung und alles fährt so. Und dann war irgendwie so ein Seitenstreifen. Da bin ich so ein bisschen auf den Seitenstreifen irgendwie so ganz bisschen gekommen. Hat so ein bisschen geroddert, dachte mir, alles gut, ne? Und dachte, das Geräusch kommt davon, ne? Nee, da ist, hat sich, und der sagt, ich habe auch keine Fotos gemacht. Können wir jetzt eigentlich machen, ne? Mhm. Ist egal, ich erkläre es euch, ne? Da hat sich von dem Stützrad die Anhängerkurbel runtergedreht und dieses kleine, so ein Vollgummirad mit Stahlfelge, Vollgummirad, ist dann natürlich auf der Autobahn gelaufen, hat sich natürlich ganz schnell gedreht, ne? Ja, das sind natürlich keine VR-Reifen, die kommen natürlich irgendwie 100 Stundenkilometer nicht ab. Und dann hat das Gummi sich gelöst. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. So, ich bin aber gefahren, ich bin gleichzeitig, wo das passiert ist, wo irgendwie auf der, hab zwar so ein bisschen kurz was Roddern gehört, bin da war wieder alles weg. Hab das also wirklich überhaupt nicht mitgekriegt. Auf einmal Lichthupe und Hupen und fahr einer neben mir und hier, fahr hier raus und was nicht, genau. Ich fahr, da war jetzt Gott sei Dank die Tankstelle, so eine Esso-Tankstelle, kurz vor Soltau irgendwo, ne. Fahr da raus und dann steigt aus, oh, aber von der, vom Anhänger ist irgendwie eine Schraube abgefallen und mir ins Auto rein und ich sage, ja, von meinem Anhänger habe ich nichts mit gesehen, ne? Steinschlag, ja, hast du öfter, aber war es von mir oder war es vom LKW? Bezahlt ja die Teilkaskoversicherung. Sagte der, ja, ehrlich? Ich sag, ja, ehrlich. Dann sagt er, nee, guck mal, hier dein Anhängerrad ist ja. Ich sag, ach du Scheiße, jetzt steig mal aus. Ich gucke, jo, war wirklich, weg. Ich gehe zu seinem Auto und das war wirklich, ich habe auch kein Foto leider. Warum haben wir keine Fotos gemacht? Weil wir auch. Ja, man ist einfach froh, wenn man diese Situation. Ja. Da war wirklich, also Windschutzscheibe oben und komplett die Windschutzscheibe kaputt und oben sogar am Scheibenrahmen oben eine Macke. Ne? Ich sage, ach du Scheiße, oh Mist. Ne? Und ich sage, gut, okay, nee, alles klar, kein Problem. Und er hat mir das ja versinnbildlich, dass von mir auch gekommen ist und war für mich als gleich gesagt, komm hier, Fahrzeugschein, mach ein Bild von dem Fahrzeugschein, machen wir Versicherung, alles ist gut. Ne? Da sagt der Typ aber, sagt er, ja, wir müssen aber Polizei anrufen, weil könnte ja noch was von auf der Straße liegen. Ne? Und ich sag, ja, du hast recht, dann Polizei anrufen, bitte mach das, hast recht. Ne? Ich habe ja nichts, ich habe mein Auto, sondern mein Anhänger ist in Ordnung, wir haben uns nicht zu schulden gekommen, es ist halt passiert. Ne? Anhängerrad hat sich runtergedreht und blöd. Das werden wir jetzt in Zukunft übrigens mit dem Spannband nochmal sichern, dass das nicht passiert. Das ist mir schon mal passiert, aber es ist schon 10 Jahre, ich habe es vergessen. Ne? Ja, er hat die Polizei angerufen, mit der Polizei die ganze Zeit erzählt und ja, das ist passiert und diese Woche. Und die Polizei sagte dann zu ihm am Telefon, ja, dann können Sie fahren, wenn ihr die Kontaktdaten ausgetauscht habt, ist ja alles in Ordnung, aber der Verursacher soll bitte da warten, bis die Polizei kommt, ne? Und keine Ahnung, wollten dann wahrscheinlich nochmal aufnehmen und weiß ich nicht, ob ich mir eine Ordnungswidrigkeit strafbar gemacht habe, weil ich das Anhängerrad nicht gesichert habe und ich dann 40 Euro Geldstrafe bezahlen muss. Das ist ja auch, wenn du irgendwo jemanden hinten drauf hast und so, hast du ja auch eine Ordnungswidrigkeit begangen. Oder dachte ich mir, dass das jetzt so auf mich zukommt, ne? Oder das kommt jetzt auf mich zu, ne? Naja, dann haben wir uns da an den Rand gestellt und der war wieder weg. Ich habe den auch, wir haben uns auch wirklich, war ein ganz feiner Kerl auch und ich sag, du, tut mir leid, der war am Zittern wie Sau. Das ist klar, stell mal vor, du fährst und dann fliegt da sowas rein, ne? Ich habe mich dann entschuldigt bei ihm, sagen, nee, alles gut, ne, alles in Ordnung und ja gut, so. Und dann sind die auch weg und ich habe dann mit Ziem da gestanden. Ziem hat mir dann noch einen Kaffee geholt und dann haben wir gewartet. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Eine Stunde fast, ja. Kam jetzt ich dann nochmal 110 angerufen und war auch eine nette Frau dran. Ich sage, ja, ich stehe jetzt hier, ich warte auf ihre Kollegen, weil die wollen meine Personalien aufnehmen. Ich bin Verursacher eines Unfalls, kann man nicht sagen. Unfalls, Unglück, Unfalls, wie auch immer. Und ich soll jetzt hier warten. Ja, welcher Einsatz? Ich weiß gar nicht, welcher Einsatz das jetzt ist und wo genau. Und war auch sehr, sehr nett. Ich habe ihr dann genau beschrieben, welche Tankstelle das gewesen ist. War super nett. Also ja, Herr Nagel, ich rufe Sie gleich zurück. Ich muss den Einsatz aufrufen und ich weiß ja, wir haben jetzt gerade so viele Einsätze. Ne? Ja, 10 Minuten später hat sie mich zurückgerufen. Ja, Herr Nagel, wenn Sie so lieb wären und nur, also Sie müssen nicht, also wenn Sie so lieb wären und würden noch warten, 10-20 Minuten, die Kollegen sind unterwegs. Ne? Ich sage, ja, selbstverständlich kein Problem. Ne? Und dann kam... Ich glaube, 2 Minuten danach. Ja, drei. Genau, dann kam, wir haben da gestanden mit dem Anhänger, Polizeiwagen links und die guckten dann so raus. Dann stiegen die aus, so 2 Graumelierte, so um die, na ich schätze mal so um 55 bis knapp 60, stiegen aus und komplett voller Sterne. Und da wusste ich schon, mit denen gibt es keinen Stress. Die haben einfach keinen Bock. Wenn er jetzt so ein Kommissar ist, der frisch aus dem Studium, der hätte mir jetzt den Arsch aufgerissen. Ne? Ich bin raus, ich sage, ja, Nagel, ich habe mir jetzt das passiert mit dem Anhänger, ne? Haben mir die Hand gegeben. Ne? Ja, wir sind eben schon die Strecke abgefahren, Herr Nagel, haben so ein bisschen Gummi verloren. Ne? Ich sage, ja, wir sind die Strecke schon abgefahren, da liegt aber nichts. Ne? Ich sage, ja, dann, das ist ja schon mal beruhigend. Ne? Ja, dann
bis im Moment müssen sie ein neues Rad haben. Ja, ja, dann ist in Ordnung, dann fahren sie mal weiter. Die Versicherungsdaten habt ihr ja ausgetauscht. Ne? Ja, angegeben, ja, gute Fahrt. Ne? So. Die haben noch nicht mal meinen Führerschein, einen Personalausweis, kein Fahrzeugschein kontrolliert, gar nichts. Die haben nur geguckt, alles in Ordnung, ne? Und ja, weitergefahren. Das war das Positive daran. Ne? Ja, war blöd und war für uns ein sehr, sehr aufregender Freitag. Wir waren sehr müde erstmal. Also, ja, um 3 Uhr aufgestanden. Dann gesagt, shoppen war auch nicht mehr so richtig, wirklich war richtig müde. Nee, wir wollten gar nicht mehr machen. Also. Und dann sind wir, wie gesagt, nach Hause. Und sehr, sehr schade. Tut mir auch leid, dass ich das alles nicht gefilmt, gemacht, getan habe. Wir geloben Besserung. Wir müssen die Kamera wirklich da öfter mitnehmen. Und dann auch. Man hätte auch mit dem Handy auch mal zwischendurch. Das war alles der Ton dann immer so doof. Die Qualität lässt auch ein bisschen. Man denkt dann auch ja, nicht aber mal. Vor allem die Situation war ja auch vielleicht nicht angenehm. Also, ich stehe dir mal vor, am Freitag fragen wir ja, ob wir was aufnehmen. Also, ja, ja. Es war ja, ja. Alles. Ja. So. Und der, dem wir die Windschutzscheibe kaputt gemacht haben, der hat uns später ja noch gegoogelt. Dann hat er hat nach dir gegoogelt, genau. Ne? Und der hat mir dann noch eine Bonze, ja, Armin, und ich kenne dich auch von YouTube. Und er konnte mich irgendwie, oder von YouTube war irgendwas, ne? Wo er hat gegoogelt und hat dann die YouTube. Ich glaube, er hat gegoogelt dann. Genau, und dann ne, habe ich mit ihm noch mal gesprochen. Ich sage, ja, alles gut, alles in Ordnung, soweit. Ne? Ja, interessante, lange Story geworden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr könnt es davon. Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare natürlich wieder. Und die Leute, die jetzt schwarz geguckt haben, hier nicht machen, ne? Abo da lassen und liken und schalte die Kamera jetzt aus. Jetzt habt ihr meine Hackfresse genug gesehen und ihr könnt mich jetzt auch nicht mehr quatschen hören. Nach roundabout 40 Minuten. Glaube ich. Wünsche euch einen schönen Wochenstart. Das nächste Video wird auch richtig interessant, weil da passieren Sachen, die für mich gar nicht üblich sind. Tschüss.